Hallo, hier ist Anna-Sophia Michael ist wieder mit den Spiritual News zum 17. Juli 2016, Sonntag. Aktuell selber aus Frankreich und aktuell Bezug nehmen zu den Ereignissen in Nizza am 14. Juli 2016, den französischen Nationalfeiertag, wo ein Attentat geschehen ist, ein schweres. Ich habe in der ersten Aufnahme schon erklärt, was da passiert ist. Ich habe erklärt, warum es passiert ist. Und jetzt möchte ich noch sagen, was wir tun können. Wir alle für unsere Seele und für die Menschen, die beteiligt sind und überhaupt. Und auch, um solche Dinge auf Dauer zu vermeiden, weil sie unglaublich leidvoll sind für uns alle. Was können wir tun? Ich habe schon gesagt, es ist passiert, dass wir einfach am Ende einer Epoche stehen, der Dualität, wo zwei Kräfte sich maximal gegenüberstehen, die sich hier formieren, in einer stark materialistischen Weltanschauung und einer stark religiösen Weltanschauung, die für mich zurückzuführen ist auf den klassischen Kampf zwischen Materie und Geist, den wir wieder zu einer Einheit führen können. In dem Sinne, und da gehen wir schon da rein, was können wir tun? Dass wir erkennen, dass in der Materie immer der Geist enthalten ist. Wir müssen die beiden Elemente wieder vereinen und zu einem führen. Das eine kann das ohne das andere schwer bestehen. Die zwei gehören zusammen. Allerdings nicht nebeneinander, sondern der Geist ist in der Materie erhalten. Ich möchte jetzt aber kurz noch sagen, was wir ganz klar tun können, erstmal dazu. Ich wollte das nur erklären als philosophischen Hintergrund. Wir können anhand dieses schweren Ereignisses erstmal beten. Wer wirklich gern betet, kann für die Verstorbenen beten. Ich selbst bete sehr viel. Wer es nicht gern beten nennen möchte, der kann bitten. Wer sich nicht gern an Gott wendet, oder eine göttliche Instanz, der kann sich auch an das Leben selbst wenden und kann sagen: Liebes Leben, ich bitte für die Verstorbenen, für die Menschen, die gestorben sind bei diesem Attentat. Die Menschen sind nicht freiwillig aus dem Leben gegangen, sie sind nicht friedlich aus dem Leben gegangen. Es war ein Schockzustand. Es war ein absolut traumatisches, fürchterliches Ereignis. Die Menschen sind in einem Schockzustand gestorben. Sie hatten vielleicht noch viele Pläne, viele Gedanken, noch viele Dinge, die sie machen wollten. Sie hatten Menschen, die sie geliebt haben. Es war schlimm für sie. Wir können für diese Menschen bitten oder beten, um sie ins Licht zu schicken. Momentan irren diese die Seelen noch etwas hier auf der Erde herum und sind orientierungslos und leiden. Wir alle können dazu beitragen, dass wir an diese Verstorbenen denken und sie innerlich ins Licht schicken, damit sie dort ihren Platz finden, innerlich geheilt werden können und ja, von Liebe eingehüllt werden und ihre Seelen heilen können, kann ich mal sagen. Was können wir weiter tun? Wir können lernen. Wenn sowas passiert, ist immer ganz wichtig, um es zu verhindern für die Zukunft. Was können wir lernen? Wir können lernen daraus, dass dies ein Weg der Gewalt ist. Und wir können lernen, uns zu fragen, wie lebe ich persönlich Friede? Wie können wir alle auf der Erde Frieden leben? Wie ist das möglich? Wir können beten oder bitten auch für die Menschen, die verletzt sind. Es gibt zahlreiche Menschen, die im Krankenhaus liegen oder vielleicht auch nicht im Krankenhaus liegen, aber schwere Verletzungen davon getragen haben, die Mitopfer waren des Attentats, dass die Menschen rasch Heilung finden, körperlich, und dass sie auch ihre Traumata überwinden können. Ich möchte besonders wünschen, dass die Menschen Hilfe finden von dem Umfeld, um das Trauma zu überwinden, dass sie sich vielleicht auch Hilfe suchen bei Fachpersonal, das heißt bei Psychologen, Beratungsstellen, was auch immer, um diesen Schock zu überwinden. Wir können weiter bitten für alle Menschen, die traumatisiert worden sind vor Ort, die einfach mit dabei waren, auch wenn sie nicht verletzt worden sind, sind alle unter Schock, sind alle traumatisch gewesen. Wenn man einen solchen Schock erlebt hat, dann kann man manchmal im Leben schwer wirklich weitergehen. Man
Die Zeit scheint stillzustehen und innerlich wiederholt man das Ereignis immer wieder für sich. Das kann langfristige Folgen für jeden Menschen haben. Man kann es manchmal als Schock an seine Kinder weitergeben, an seine Verwandten, Bekannten, wem auch immer. Man trägt diesen Schock lange Zeit weiter und wird selber entweder Opfer von Ängsten, Depressionen, was auch immer, oder man gibt es unbewusst, unwillentlich manchmal weiter als Aggression an andere Menschen. Ich möchte deswegen bitten und beten für all die Menschen, die traumatisiert worden sind, die vor Ort waren, dass auch sie Heilung finden, dass sich ihre Seelen wirklich entspannen können, dass die Menschen es verdauen können. Ich möchte auch bitten, dass die Menschen sich auch Hilfe suchen. Ich möchte wünschen, dass die Menschen Hilfe finden, bei Angehörigen, bei Freunden, Bekannten, was auch immer, Unterstützung finden, seelisch vor allen Dingen, seelisch und geistig und moralisch, seelisch. Und möchte auch da wünschen, dass auch diese Menschen sich im Zweifelsfall Hilfe suchen bei entsprechendem Personal, dass sie den Schock überwinden können, um es nicht weiter im Leben herumtragen zu müssen. Wir können von solchen Schockzuständen heilen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst horrende, viele traumatische Zustände hinter mir. Nicht Zustände, Entschuldigung. Ereignisse hinter mir. Es ist möglich, davon zu heilen, wenn wir uns Hilfe suchen. Ich möchte auch beten oder bitten, wir können auch bitten, für die Einwohner der Stadt Nizza. Ich spüre, dass diese Stadt momentan wirklich noch in einem ganz starken Angststimmung ist, in einer Panikstimmung. Dass da ganz krasse Energien sind, weil die Menschen unglaublich Angst haben. Es steckt den Menschen absolut in den Knochen. Und wir können auf die Distanz hin diese Menschen bitten und beten, dass diese Energie sich entspannt, dass sie neutralisiert wird, dass da Licht hingeschickt wird. Wir können wirklich an diese Stadt Nizza denken, an all die Menschen, die da sind. Und Liebe hinschicken und Mitgefühl. Ganz viel Mitgefühl für diese Menschen. Wir dürfen ihnen auch unsere Trauer ausdrücken über das, was geschehen ist. Wir dürfen sie tragen mit unserem Mitgefühl und unserer Liebe. Wir können auch beten oder beten für die Angehörigen der Menschen, die schwer verletzt worden sind oder die gestorben sind. Diese Menschen haben es vielleicht sogar schwierigsten fast, denn es ist oft ganz, ganz schwierig, wenn man einen Angehörigen, einen Menschen verloren hat durch ein so traumatisches Ereignis. Man steht da, ist auch schockiert, hat nicht damit gerechnet. Die Menschen, die gegangen sind, die gestorben sind, haben unter Umständen Kinder, Schwestern, Brüder, Eltern, Tanten, ich weiß nicht, wen alles zurückgelassen. Und die Menschen stehen dort und sind selber schockiert und wissen kaum, den Schock zu überwinden. Wir können also beten auch für diese Menschen, dass sie in Frieden kommen, dass sie Unterstützung finden von anderen Menschen, dass sie sich Hilfe suchen bei Fachpersonal, das heißt bei Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Heilpraktiker, was auch immer, Yoga, alles, was gut tut. Alles, was uns hilft, wieder innerlich Frieden zu kommen und das zu verarbeiten. Und auch, dass diese Menschen lernen daraus, wie wichtig Frieden notwendiglos ist und wie wichtig es ist, einen Weg ohne Gewalt zu finden. Und ich möchte noch eine Botschaft dazu geben, wie gesagt, das ist für mich ganz wichtig. Egal wie tragisch das ist, der Tod ist nicht das Ende. Die Menschen, die wir verloren haben, die jetzt gestorben sind, die sind jetzt nicht mehr hier auf der Erde. Das ist schlimm. Das tut wahnsinnig weh. Aber sie existieren weiter im Geistigen. Das heißt, man kann für diese Menschen weiterhin Kerzen anzünden. Man kann an sie denken in Liebe, kann innerlich mit ihnen sprechen, kann sich innerlich verabschieden von ihnen, was im Leben jetzt so nicht mehr möglich war. Ich denke, das ist das Schlimmste, der Schock, dass man im Schock auseinandergerissen worden ist. Ihr könnt
diesen Menschen innerlich einen Brief schreiben. Das heißt, die Angehörigen können für ihre Verstorbenen Abschiedsbriefe schreiben und diesen Brief einfach zum Beispiel verbrennen oder irgendwas, dass dieser Abschied noch nachgeholt werden kann. Das geschieht natürlich auch bei einer Beerdigung, aber es ist ganz wichtig, dass man innerlich für sich privat noch alles ausdrückt, was man den Menschen ausdrücken wollte, den man verloren hat. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass die Menschen, auch wenn sie nicht mehr auf der Erde weilen, im Geist noch einmal bei uns sind und wir können liebevolle Beziehungen zu ihnen unterhalten, indem wir manchmal an sie denken. Und wie gesagt, Kerzen für sie anzünden. Genau. Wir können auch beten für die Politiker in der ganzen Welt, dass sie aus einem solchen Ereignis die richtigen Schlüsse ziehen und weise Entscheidungen treffen werden. Besonnen, klug, frei von einem Denken von Überheblichkeit oder von Rache oder irgendwas, dass wir denken, da haben wir ja wieder irgendwie was, was negativ war. Ich möchte noch kurz sagen, es ist nicht klar ganz, wie dieses Attentat verübt worden ist, wie klar es zusammenhängt mit irgendwelchen terroristischen Gruppierungen. Es ist nur klar, dass die Energie relativ die gleiche ist. Und ich möchte wirklich bitten, dass wir uns auf einen Weg der Mitte besinnen. Wir werden notwendig zusammenarbeiten müssen, durchaus mit Militär und Polizei, das ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, eine gute innerliche Haltung zu entwickeln und die Dinge auch von der geistigen, spirituellen Seite aus zu betrachten. Das ist nämlich gerade die Botschaft, die da drin steckt, dass wir gemeinsam arbeiten, um Frieden zu finden. Als erstes möchte ich wirklich bitten, dass auch Politiker beginnen, nicht mehr zu sagen, wir wollen den Terrorismus bekämpfen. Das ist nämlich schon eine Frontensache, das ist nämlich schon genau die Auseinandersetzung, sondern dass wir sagen, wir wollen ihn befrieden. Wir wollen so weise werden, wir wollen so weit verstehen, was der Hintergrund ist, dieser Terrorismus, dass wir ihn überflüssig machen. Dass wir irgendwann keinen Terrorismus mehr brauchen, weil er energetisch entlastet worden ist, kann ich mal sagen. Momentan, wie gesagt, sind zwei Extreme, die sich gegenüberstehen. Wenn wir in dem einen Extrem bleiben, die anderen im anderen Extrem, dann ist es schwierig, wirklich einen energetischen Ausgleich, sprich Frieden zu finden. Wenn wir uns mehr und mehr fragen, was ist wirklich der Boden des Ganzen, dann können wir beginnen, diese Energien zu befrieden und sie werden nicht mehr so hoch am Preschen und werden irgendwann überflüssig sein und nicht mehr nötig sein. Wir können uns mit der Frage beschäftigen, gesagt, was ist die Kernbotschaft des Terrorismus? Für mich ist eine Kernbotschaft, das ist der letzte Punkt des Ganzen, was wir tun können, eine Kernbotschaft dieser Geschichte, gerade wenn sie aus islamischen Bereichen kommt, dass wir unser Leben wieder mehr Spiritualität integrieren müssen. Dass wir die Einheit finden sollten zwischen Materie und Geist. Ich sage, der Geist und Materie integriert. Spiritualität ist für mich nicht unbedingt Religion. Religion hat für mich bestimmte Regeln und Gesetze und auch gewisse Vertreter. Das ist völlig okay. Spiritualität hat für mich nicht unbedingt einen festen Rahmen. Spiritualität heißt für mich Achtung und Demut vor dem Wunder des Lebens und dieses Wunder des Lebens zu nähern. Spiritualität in unserem Leben zu leben heißt, wir können einer Religion angehören. Können wir durchaus machen, egal welcher Religion. Wir können Moslem sein, wir können Christ sein, wir können Jude sein, wir können Hinduist sein, wir können auch Buddhismus streng genommen eigentlich keine Religion, wir können auch Buddhist sein, wir können Schamane sein, wir können irgendeinem Glauben anhängen, irgendein Gott, glauben oder es gibt in anderen Kulturen auch verschiedene Gottheiten oder auch weibliche, männliche Götter, ganz egal. Aber Spiritualität bedeutet noch viel mehr, dass jenseits davon wir einfach spüren, dass innerhalb all dessen, was ist,
Es etwas Lichtvolles gibt, es ist Wunderbares, etwas Liebevolles. Selbst die Wissenschaft, selbst wenn wir Wissenschaftler sind, können wir Spiritualität leben. Selbst wenn wir nicht an einen klaren Gott glauben, können wir ein spiritueller Mensch sein. Wir können, wie gesagt, an einen Gott glauben, an verschiedenen Gottheiten glauben, wie das in bestimmten anderen Religionen auch möglich ist. Wir können uns Gott vorstellen als eine Person sozusagen, als eine große Kraft oder als ein Wesen. Wir können auch einfach das Göttliche verstehen als eine abstrakte Kraft, die alles durchdringt. Aber dass wir uns darauf besinnen wieder, dass da etwas ist, das alles durchdringt, das ist sehr wichtig. Und zwar warum? Ich möchte mich hier kurz fassen, möchte gleich einen Anhang machen für die Spezialisten, die noch weitergehen möchten. Der Geist ist in der Materie enthalten. Das heißt, der Geist ist auch wie ein Bauplan. Wenn der Mensch aufhört, sich um das Geistige zu kümmern, dann wird die Materie irgendwann zerfallen, weil der Bauplan verloren geht. Deswegen muss der Mensch sich immer wieder rückbesinnen auf geistige Werte. Sonst hat die Erde irgendwann keine Überlebenschance mehr. Sie wird irgendwann fruchtbares Land wird bar werden. Es werden irgendwann Wüsten entstehen. Und dann kann Leben mehr möglich sein, weil der Bauplan fehlt, der Geist, das ist die Frucht, das ist was da immer wieder befruchtet werden muss. Und das ist für mich die Kernaussage, dass wir die Spiritualität wieder in unser Leben hineinholen, alle miteinander. Ob das wieder gesagt ist, dass wir einer bestimmten Religion angehören und diese Religion ehren und leben, in einem möglichst friedlichen Sinne, oder wenn wir nicht das tun, sondern frei sind, dann einfach, dass wir das Leben achten und eine gewisse Demut haben vor dem, eine Achtung vor dem Leben, dass wir sehen, das Wunderbare des Lebens und dem Rechnung tragen. Was konkret heißt, das Leben will genährt werden. Durch Dankbarkeit, durch Freude, durch Demut, durch Bitten auch. Man kann einen Dialog treten mit dem Leben. Man kann wirklich sagen, bitte Leben, tu doch das für mich. Danke, liebes Leben, das hast du heute für mich getan. Wir können das ganze Leben mit Spiritualität wieder durchdringen. Das kann auch sein, wenn ich unter die Dusche gehe und dann sage ich, danke, Element Wasser, du reinigst mich, du tust mir gut, danke. Das ist Spiritualität, so einfach. Ich brauche nicht notwendig dazu irgendwelche Gesetze oder Vertreter. Das können wir wählen, wenn wir das wollen, das ist okay. Es ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Wir können uns auch vor einen Baum hinsetzen. Und tiefer Dankbarkeit, diesen Baum anschauen. Wir können auch unseren Alltag in Spiritualität leben, in einer spirituellen Haltung, in der wir einfach eine tiefe Dankbarkeit empfinden für das, was wir haben, was leben, was um uns lebt, für die Menschen, die uns umgeben, für das, was wir haben. Selbst wenn wir die Fenster putzen, können wir sagen, wir reinigen etwas. Dieses Fenster war lange Zeit schmutzig, es hat mich behindert. Es ist ein Reinigungsprozess. Es ist ganz billig, wirklich. Das ist nämlich der Witz. Wenn wir diese zwei Ebenen wieder zusammenführen, dann entsteht Heilung für uns alle. Das ist für mich die wichtigste Botschaft daraus. Wenn wir uns fragen, was können wir tun, dass wir uns auf diese Ebene wieder besinnen, dass wir beginnen, zwei Ebenen, die sich lange Zeit gegenübergestanden haben, bereits in uns wieder vereinen. Und das Leben. Sagt Einheit heißt trotzdem Vielfalt. Vielfalt darf sein und soll sein. Aber es ist alles nebeneinander gestellt. Wir sind alle gleich viel wert. Und wir sind gleichzeitig das innerhalb all dessen, was besteht. Erkennen wieder, schauen wieder, dass etwas Wunderbares ist, dem wir Rechnung tragen wollen, indem wir es mit Dankbarkeit begrüßen. Und mit einer gewissen Demut, Freude und eine gewisse Dankbarkeit entwickeln auch für das Leben an sich, dass wir alle hier sein dürfen. Und diese Kraft, die da ist, Rechnung tragen, die alles durchdringt, eine Kraft von Liebe, von Licht, die alles durchdringt. Genau, das war Spiritual News, 17. Juli 2016. Wer es vertiefen möchte, kann sich gerne die nächste Aufnahme noch anhören. Alles Gute, tschüss.